1848, Lake Constance. Under adventurous conditions, my great-great-grandfather, Richard Wagner, fled from Bavaria to Switzerland. The 35-year-old composer will spend over a decade in Switzerland and will write his most important works in that period. Also, er musste ins Exil gehen, deswegen, weil er steckbrieflich gesuchter Flüchtling war nach dem Aufstand in Dresden, an dem er ja aktiv mitgewirkt hat, also wirklich als Barrikadenkämpfer. Er ist ja dann mit dem gefälschten Pass über den Bodensee geflohen. Also er wäre sicherlich, ist meine Vermutung, er wäre sicherlich mit dem Tode bestraft worden und wahrscheinlich begnadigt worden zu lebenslanger Festungshaft.